Großalarm für die Zwickauer Feuerwehr, die Rettungskräfte und die Polizei am Samstag gegen 23 Uhr. Eine Frau unter der Straßenbahn in Höhe Glückauf Center lautete der Einsatz. Trotz des schnellen Handelns der Feuerwehr, sie hob die tonnenschwere Straßenbahn an, starb die 60-jährige Frau an der Einsatzstelle. Entgegen den anfänglichen Annahmen, dass es sich um einen Unfall handelte, ergaben die ersten Ermittlungen, dass sich die Frau absichtlich vor die Straßenbahn geworfen hatte. Laut einer Tageszeitung hatte sie offenbar Schulden und ihre Wohnung war wenige Tage vorher gekündigt worden. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter zu den Hintergründen. Die Straße war über 2 Stunden voll gesperrt.